es ruft an. XXL. Ja, Leute, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Also nicht eins, sondern drei. Ja, ihr habt richtig gehört, so, ne? Ich habe auch deswegen richtig in der Paloma Endstufe mit meiner Freundin Larissa das Mädchen bekommen, weil ich hatte drei Kerzen angezündet zum ersten Advent. Ich sag mal so, sie war bodenlos semi-begeistert. Ich so, Mädchen, ist doch voll logisch, wenn du drei Kerzen anmachst, ne? Dann kann man viel mehr sehen, dass die eine Kerze nicht brennt. Also denkt man sich, eine Kerze brennt nicht. Also ist heute der erste Advent. Aber der Adventenkalender, der erinnert uns natürlich auch daran, dass bald Heiligabend Arbeit ist, ja. Und immer noch kein Geschenk. Und die Tage werden auch immer weniger, wo man losziehen kann, was zu besorgen und so. Weil online besorge ich das nicht mehr und so. Weil Larissa hat wirklich die komplette Kontrolle über alle meine Kanäle. Also nächster Plan. Wie komme ich an einen freien Tag, obwohl man eigentlich keinen freien Tag hat? Erste Überlegung, natürlich krank schreiben lassen. Aber mein Arzt, so, der Dr. Jüdere, der meinte schon im September, Herr Dennis, dieses Jahr will ich Sie nicht mehr sehen wegen Krankschreibung. Also muss man sich ja was anderes überlegen, um einen Tag frei zu kriegen. Das aktuelle Schneechaos in Bayern und München und so, da ist ja voll der fette Schnee, hat mich daran erinnert, wie wir uns letztes Jahr einen Tag erschlichen haben. Letztes Jahr auf der Baustelle, ne? Und da haben wir einen riesen Prank gemacht mit unserem Chef. Da ist der Harlück und der Rainer, so, ne? Die beiden Verputzer, die sind oben auf den Kran gegangen und haben zwei riesengroße Styroporblocks, wo die ganzen Werbepumpen mit verpackt sind, gegeneinander klatschen lassen, sodass es wie geschneit hat, so, weißt du? So, und alles vor dem Fenster von unserem Chef im Baustellencontainer, wo er mit seinen Sekretärin drin sitzt, ne? Ey, das war ein Schneechaos. In dem Moment bin ich reingegangen damals, so, klopf, klopf, klopf. Ich so, ja, Chef, guck mal draußen, voll Schneechaos. Also, wenn wir nicht nach Hause kommen jetzt, das ist doch total schlecht. Und der so, ja, ist mir doch egal. Nee, nee, sag ich, hör mal, IG Metall und so, sie haben ja so schon Stress mit denen. Ja, der hat seinen Kopf aus dem Fenster gesteckt, der das ganze Styropor gesehen, dachte, wäre Schnee. Der so, ja, Dennis, du hast recht, und hat voll rumgebrüllt. Hallo, falls mich doch einer hören kann hier in dem Schneechaos. Heute ist Feierabend, so, ne, und alle sind nach Hause gegangen. Ich war der Mega-Hero und so, ne. Gut, gab natürlich auch wieder echt mächtig Ärger und Schneechaos war dann immer noch bis Juni, weil da keiner das Zeug wegräumen wollte, so, ne? Ja, dieses Jahr muss man uns was Neues einfallen lassen, so, ne? Freitags ist der Bodo, unser Baggerführer, ist hingegangen, hat ein tiefes Loch gebaggert. In dieses kleine Loch haben wir die Flüssigkeit vom Dixi-Klo, dieses blaue Zeug, reinfließen lassen und dazu haben wir noch so ein bisschen Epoxidharz dazu gegeben und zwei Komplimentenkleber oder wie das heißt, dazu getan. Und haben das Ganze wieder zugeschüttet, dass es heute am Montag so tiefgefroren ist und so, ne? Ey, und haben wir das so ein Stück ausgebaggert und haben wir den Chef gerufen, so, boah, Chef, guck mal hier, ich glaube, ich weiß nicht, wir sind hier auf so einen großen blauen Klumpen gestoßen und so. Kann das sein, dass das so ein Aquamarin ist, so ein blauer Edelstein und so, ne? Und unser Chef so, oh mein Gott, boah, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Ich bin jetzt richtig reich und so. Absperren, alle weg von der Baustelle. Ihr habt alle Feierabend und so, ne? Ey, auf das blöde Gesicht von meinem Chef bin ich echt gespannt, so, ne? Wenn der das Ding jetzt zu einem Juwelier trägt, so. Guten Tag, Herr Christ, gucken Sie mal, ich habe einen riesen Diamant und so. Und die direkt mit Hammer und Meißel, tak, 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 tak. Oh, der hat aber einen Schlüssel. Warum sind die denn braun? Heißt so, Alarmanlage und so, ne? Ja. Ja, gut, okay, jetzt übertreibe ich aber auch irgendwie an der Stelle und so, ne? Boah, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Heute ist ja Nikolaus. Eine Katastrophe ist passiert. Erstmal fing der Tag schon mal super scheiße an, weil ich habe mir gedacht, je mehr Schuhe, desto mehr Geschenke. Also habe ich wirklich alle Schuhe, die ich habe, so, ne? Arbeitsschuhe, die musste ich natürlich nicht putzen, weil die sind generell fast ganz neu und unbenutzt bei mir. Und auch meine Sneaker und wirklich alle Schuhe hingestellt, so draußen, so vor der Tür. Wollte mal gucken, so, ob Larissa und so, weißt du, so ein bisschen großzügig ist. Nee, ich komm raus, war gar kein Schuh mehr. Da ich so, was war das denn? Die so, ja, ich dachte, du hast die aussortiert. Ich habe die alle weggeworfen. So, dann ging die Katastrophe aber noch weiter, weil normalerweise spiele ich immer den Nikolaus in der Kindertagesstätte vom Dylan. Hier, von meinem Penatenkind oder Patenkind, ich weiß nicht, wie das heißt, ihr wisst, was ich meine. Ich konnte aber nicht, weil ich wichtige Außentermine hatte. Also, damit ich den Wagen von der Oma kriege, musste ich sie zur Fußpflege fahren. Deswegen habe ich Larissa das Mädchen, meine Freundin, gefragt, weil die hatte Off-Day, so, von der Arbeit und so, ne? Weil es gibt ja auch Nikolaus in Ninninninnen. Und die so, ja, ist ja kein Problem und so, ne? Und ich sagte mir, ja, pff, außerdem, ne, die liebt ja Kinder und so. Ja, jetzt kommt das Problem. Habe ich gedacht, dass die Kinder lieben? Das muss eine absolute Vollkatastrophe gewesen sein, weil Larissa, ich sage mal so, im Umgang, wie sie mit mir ist, immer so, ne, hier, La Paloma Endstufe, da und hier, ist die aber auch mit anderen Leuten. Es fing ja erstmal damit an, dass Larissa sich bei vollem Namen vorgestellt hat, allen Kindern gesagt hat, ihr wisst ja selber, dass es den Nikolaus nicht gibt. Jeder, der sowas denkt, ist eigentlich ein Idiot. Außerdem, was sind das hier für Kekse? Wie, selbstgebackene? Ich verlange Balsen, sonst kriegt ihr gar nichts. Dann hat sie den Kindern erstmal gesagt, so, hier kriegt überhaupt nur jemand was, wenn hier mal richtig sauber ist. Und wenn ihr alle saubere Finger habt und wenn ihr mir alle ein Gedicht vortragt, mindestens von 30 Strophen und ein Lied singt. Ende von dem sein Lied war, jedes Kind, was nicht irgendwie was vortragen konnte, was Larissa dazu aber auch noch gefallen musste, sollte dann vor die Tür gehen.
Dann habe ich natürlich die KindergärtnerInnen sich mit der angelegt. Die sollten dann aber auch noch vor die Tür gehen. Selbst die Kita-Leitung hat geheult. Ey, die musste eine Stunde draußen in der Kälte stehen und sie hat denen auch noch den Schlüssel weggenommen und damit gedroht, ja, ich kenne den Makler hier, der schmeißt die ja alle raus, wenn sie das nächste Mal nicht die richtigen Lieder kennen. Tja, ein einziges Kind hat was bekommen, die hat aber noch nicht mal ein Weihnachtslied gesungen, sondern Larissa auf ihrem Handy ein richtig gutes TikTok-Video von einem Schminktutorial gezeigt. Und das mit 4 Jahren. So, die von der Kita waren so abgefuckt, dass sie mich erst wieder dafür nehmen wollen, wenn ich mich von Larissa trenne, damit ich bloß keinen Einfluss mehr habe von der und so, ne? Ja, Fazit vom Ganzen. Ich habe die beste Freundin der Welt, weil die hat die ganzen Süßigkeiten mit nach Hause gebracht. Ich habe mir gerade ein Bad eingelassen, ey, mit den ganzen Süßigkeiten, ey. Ach, Nikolaus geht heute auf Larissas Haus.